Will jemand vielleicht was sagen, dass wir 1000 Zuschauer? Ja. Wollen wir demonstrieren? Ja, genau, erzähl mal. Also ich demonstriere für meine zwei kleinen Kinder. Bisschen lauter. Okay, also ich demonstriere für meine zwei kleinen Kinder, damit die auch in diesem Land noch eine Zukunft haben. Weil mit dieser Ampelregierung nicht nur die Landwirtschaft wird vor die Mauer gefahren, sondern der komplette Mittelstand. Und der Mittelstand ist diejenigen, die dieses Land am Laufen halten. Alternative wäre auswandern. Ja, mehr habe ich da nicht zu sagen. Das will ja keiner, oder? Ja, nee. Weiß ich nicht. Ich kenne aber genug junge Leute, Studenten, die jetzt einen Master oder einen Bachelor machen, die sagen, ja, nee, ich sehe ja keine Zukunft, ich bin weg. Aber was? Ich bin Handwerker und ich sage, wir brauchen mehr Leute, die was machen. Aktiv wieder. Nicht nur studieren, sondern vielleicht auch mal was schaffen. Also ganz gerne, ne? Gemüsebau Derix. Ich suche dringend noch jemanden, der uns unterstützt. Also wie alle in der Landwirtschaft oder wie alle im Handwerk, wir brauchen echt wieder Leute, die mit Händen arbeiten können. Nicht nur irgendwie palabern, sondern Macher brauchen wir. Macher, die mal wieder anpacken und das Land wieder auf Füße stellen. Genau. Genau, ja. Jetzt hat er mehr gewinnt. Sorry. Alles gut. Ich danke dir. Also, liken, teilen, abonnieren, verteilen, ihr kennt das. Und schön auf dem Kanal gucken, wenn wir demnächst wieder filmen. Wir werden euch hier, und das werdet ihr dann mitbekommen, wenn ihr hier abonniert, in dem Kanal bleibt, dann werdet ihr erfahren, wann und wo wir wo sind. Also bleibt mit dabei hier bei Utopia TV Deutschland, extra für euch hier in Düsseldorf vor der Parteizentrale der Grünen, wo die Landwirtschaft blockiert. Und vergesst natürlich nicht, dieses Glockending da einzuschalten, sonst funktioniert das ja nicht. Auch wurden unsere ganzen anderen Videos, die wurden ja immer in den Reichweiten eingeschränkt und so, aber ihr kennt das. So, hier vorne seht ihr auch noch ganz viele Traktoren. Super. So, wir laufen mal hier runter, weil das geht ja hier noch weiter. Kommentiert fleißig, wir lesen uns das nachher alles durch. Ich schaffe das jetzt gerade emotional nicht. Manche Kommentare sehen wir sehen sie. Wie beispielsweise hier von Gisela Kunig. In Berlin ist das so ähnlich. Ja, in Berlin ist auch was los, aber hier sind wir ja heute von der Parteizentrale der Grünen und das macht schon Eindruck. Ja, da hast du recht. Handwerk ist ein Knochenjob und deshalb sollte man das auch alles wertschätzen. Also, wir sehen, hier wird fleißig die Parteizentrale der Grünen blockiert und die Innenstadt lahmgelegt. Weil, das kennen wir ja sonst nur von den Klimaklebern. Jetzt kriegen sie es halt mal zurück.